Der ehemalige Manager von Lukoil, Alexander Subutin, starb, dass der Kreml im Mai ein schamanisches Ritual zu dieser Zeit verantwortlich machte. Jetzt ist auch ein hoher Kollege von Relon auf mysteriöse Weise gestorben. Ein Sechstel der russische Ölmagnat Ravil Magano ist tot. Laut offiziellen Informationen fiel er aus einem zentralen Krankenhausfenster in Moskau und starb an Verletzungen. Über Via war er CEO der Lukoil Oil Company. Aus diesem Grund starb Ravil Magano nach offiziellen Informationen nach dem Sturz an einem Fenster. Magano war CEO der Lukoil Oil Company. Im März sprach das Unternehmensmanagement für einen dauerhaften Waffenstillstand in der Ukraine. Auch hier verursachte der mysteriöse Tod eines russischen Oligarchen eine Sensation. Als die russische Nachrichtenagentur im Interfax Start am Donnerstag mit einer informierten Quelle schrieb, starb Ravil Magano, nachdem er aus einem Fenster des Moskauer Zentralkrankenhauses gefallen war. Es gibt Polizisten vor Ort. Laut Interfax wurden die Informationen noch nicht offiziell bestätigt. Die Gruppe praktizierte eine vorsichtige Kritik. Unerklärter Tod erfolgt nur 5 Monate nach einer Erklärung von Lukoil Management, in der Magano als CEO arbeitete. In dem am 3. März auf der Website der Mineralölgruppe veröffentlichten Brief am 3. März drückt das Management seine tiefe Besorgnis über tragische Ereignisse in der Ukraine aus. Die Gruppe fordert, dass der Konflikt, wie die Invasion russischer Truppen in der Ukraine, so schnell wie möglich nach Russland berufen wird. Darüber hinaus werden ein dauerhafter Waffenstillstand und eine Lösung für die Probleme diplomatischer Verhandlungen unterstützt. Seltsame Todesfälle in der Oberschicht. Vor dem mutmaßlichen Unfall von Ravil Magano starb sein ehemaliger Arbeitskollege Alexander Subine auf überraschende Weise. Nach Angaben der russischen Medien, die sich auf polizeiliche Informationen beziehen, erlitt der 43-jährige Mann nach 2 Schamanen einen Herzinfarkt. Der Grund soll ein Gift in der Kröte gewesen sein, das die Schamanen ihm zugefügt hatten. Im Allgemeinen sammeln sich die mysteriösen Todesfälle in den Reihen der russischen Oligarchen seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 an. Im April starben 2 schwere Manager in kurzer Weise auf kurze Weise. In beiden Fällen sollten Männer zuerst.